Vergleich in die Literaturwissenschaft wird man natürlich irgendwie schon, habe das Gefühl, das hat ganz viel mit Literatur zu tun. Mit der Erwartungshaltung bin ich da auch reingegangen. Das hat es ja. Ist es ja auch so. Nur, dass sich eben alles lesbar, dass auch ein Bild lesbar ist oder ein Tanz oder also dass eigentlich alles irgendwo Architektur auch lesbar ist, das ist vielleicht schon das Entscheidende, diese Weite, die sich da auftut. Ich bin Stefanie Blasi und habe Komparatistik studiert und gebe jetzt zusammen mit der Julia Scherzer ein Kulturmagazin heraus, nämlich das UND, Heft für Alternativen. Konkrete sind Widersprüche, da habe ich es verkehrt gesagt. Mein Name ist David Briet, hauptberuflich bin ich Geschäftsführer der PMK, das ist ein Kulturzentrum. Und nebenberuflich bin ich noch eben Vorstand der Tiroler Kulturinitiativen, der Interessensvertretung der freien Kulturszene Tirol tätig und IG Kultur Österreich. Mein Name ist Julia Grabenweger, ich bin Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision, arbeite selbstständig und ich arbeite bei einem feministischen Frauenverein, dem Dovas für Frauen. Das ist eine Einrichtung für wohnungslose Frauen und Kinder. Mein Name ist Philipp Sperner, ich bin aktuell in München an der Vergleichenden Literaturwissenschaft und schreibe dort meine Dissertation. Ganz am Anfang vom Studium habe ich gedacht, ich bin zu blöd dazu. Man kann es auch so schneiden, aber ich dachte, ich verstehe nichts. mir hat es von Anfang an fasziniert, weil es eben so vielschichtig war. Ich habe das sehr schön gefunden. In der Zeit, in der ich studiert habe, waren da noch ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Semestern zusammen in den Kursen. Da war es natürlich sehr inspirierend von den schon ein bisschen länger studierten Menschen, einfach ein Handwerkszeug mitzukriegen. Man hat gemerkt, dass das Menschen studieren, die sich dafür interessieren und die nicht einfach nur eine Ausbildung abschließen wollen. Das finde ich, das hat man gespürt, weil einfach sehr viel Motivation und Interesse von allen Studierenden da war. Ja, und es war immer so eine anregende Atmosphäre irgendwie. Also mir ist immer angeregt worden zum Weiterdenken, zum Nachfragen, zum kritisch Hinterfragen, zum sich selber einbringen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, am Anfang vom Studium habe ich nicht genau gewusst, was mir erwartet. Da habe ich mal gedacht, ich kriege so einen Werkzeugkoffer in die Hand und man weiß ganz genau, welches Instrument man braucht, um den und den Text zu analysieren oder den Text zu verstehen. Das ist nicht so. Die Frage ist immer, warum hat sich das entwickelt und wie ist das entstanden? Und nicht nur sozusagen, wie kann ich das erkennen, woran erkenne ich jetzt wie unterscheidet sich jetzt das Trauerspiel von... man sieht ja schon, dass ich mich schwer mit dem Begriff für mich schon ein Zeichen dafür, dass das jetzt gar nicht unbedingt die Fragestellungen sind, die jetzt im Vordergrund liegen. Ich weiß noch, dass ich mal in so einem Narratologie-Pro-Seminar ganz viel anhand von How I Met Your Mother analysiert habe. Also ich habe zum Beispiel durch die Komparatistik meine Liebe zu Schlager entdeckt oder auch zu Après-Ski-Tanzmusik. Dann die Beschäftigung mit Text, mit Film, mit Musik, mit einfach diese Erkenntnis, wie das alles zusammenhängt, wie man das einbettet, wie man es lesen kann, wie man es interpretieren kann. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass man im Komparatistikstudium so lernt, Kultur insgesamt als Text zu begreifen, als Text zu lesen und auch immer sozusagen in einem gewissen Kontext zu sehen. Und das ist für mich letztlich politisches Denken. Natürlich, im Rückblick ist es so, dass da erst richtig bewusst wird, was man für Entwicklung gemacht hat und was man gelernt hat. Bei mir war es tatsächlich die Diplomarbeit dann. Wo man selber bewusst worden ist, dass ich echt in den letzten Jahren viel gelernt habe und einen ganzen Schritt weiter bin wie 10 Jahre davor. Meiner Meinung nach stellt sich die Verwertbarkeit des Studiums, wenn man es jetzt so formulieren will, auch dadurch her, dass es ganz viel möglich macht. Also die Ausbildung, die ich gemacht habe, heißt Psychodrama. Also das ist eine bestimmte Psychotherapierichtung und im Psychodrama geht es ganz stark darum, zum Beispiel
ein Leben in Szenen zu denken. Es geht darum, Menschen als in Rollen Handelnde zu denken. Es geht auch darum, so das Leben als Narration ein Stück weit zu verstehen. Und da finden sich natürlich viele Anknüpfungspunkte zur Komparatistik. Ich würde das Studium vor allem Leuten empfehlen, die sich für Kunst und Kultur interessieren und irgendwie auch fragen wollen, was die gesellschaftliche Bedeutung dahinter ist oder wie man damit wie man das lesen kann, was das bedeutet, warum es das überhaupt gibt und was das Interessante davon ist. Und sich nicht nur auf die sozusagen ästhetische Seite, nicht nur für die ästhetische Seite davon interessieren, auch aber nicht nur. Also ich würde dieses Studium jedem empfehlen, der behauptet, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, weil das wird widerlegt.